Vor 600 Jahren entstand auf der arabischen Halbinsel der Islam. Wir sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die 1971 von Großbritannien unabhängig wurden. Dank ihres Erdölreichtums ziehen sie Tausende von ausländischen Arbeitskräften an, deren Wohlstand direkt abhängt vom Wohlstand des Gastlandes. Der Anteil der Ausländer liegt heute bei 80%, rund 2 Millionen Menschen. 45% dieser Ausländer bekennen sich zum Islam. Der Staat gestattet auch andere Religionen, sie dürfen auch Kirchen bauen. Nun geht allerdings die Furcht um vor den Missionaren, die Moslems zur Abkehr von ihrem Glauben bewegen könnten. Sheikh Ahmed Al-Kubasi ist eine der wichtigsten religiösen Autoritäten. An ihn die Frage nach der Religionsfreiheit für Nicht-Moslems in den Emiraten. Keine Religion hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten die vollständige Freiheit, ihre Rituale so zu praktizieren, wie sie will. Alle Religionen haben ihre Tempel oder Kirchen und wir haben einige staatliche Feiertage, christliche Feiertage wie Ostern. Mit Blick auf die Moslems haben wir kein Problem mit anderen Religionen. Abu Dhabi ist die politische Hauptstadt des Landes mit dem langen Namen Vereinigte Arabische Emirate. Hier gibt es die katholische St. Joseph-Kirche. Gleich daneben liegt das Haus des Bischofs. Bischof Peter Heiner vertritt im Golf den Vatikan. Mein unmittelbarer Vorgänger hat hier in Abu Dhabi insgesamt 29 Jahre gewirkt, von 1976 an. Er traf diese Entscheidung, weil Scheich Zayed, der Gründer der Arabischen Emirate, anderen Religionen und auch den Christen gegenüber sehr offen war. Und so empfand er die Hauptstadt Abu Dhabi als einen guten Platz für diplomatische Missionen. Wir kommen gerade zum Osterwochenende. Die Christen begehen den Karfreitag. Die Kirche St. Mary's wurde 1981 gebaut. Messen werden hier in verschiedenen Sprachen gehalten. Sollte hier also Nathan der Weise wieder auferstanden sein? Drei Christen aus Syrien, dem Irak und dem Libanon beantworten die Fragen nach ihrer Religionsausübung. Ich lebe seit 15 Jahren hier und habe kein Problem damit, meine Religion auszuüben. Als Christ wird man hier keineswegs schlecht angesehen. Es herrscht die totale Brüderlichkeit zwischen Moslems und Christen. Allerdings haben die Glocken zu schweigen. Aus Gründen des Religionsfriedens, wie es heißt. Glücklicherweise gibt es inzwischen ja Handy und Internet, so werden die Gläubigen mit SMS oder E-Mail zur Messe gerufen. Die Woche ist nach der islamischen Version strukturiert, also Freitag ist Feiertag. Eine christliche Familie lädt in ihr Haus ein. Als einige Gruppen wegen der dänischen Mohammed-Karikaturen zum Boykott dänischer Waren aufriefen, hörten wir von einem Imam beim Freitagsgebet auch böse Worte gegen die Christen. Der Ton war schon recht heftig. Wir konnten nichts machen. Im ersten und zweiten Jahr meines Lebens hier hatte ich so meine Probleme damit, am Freitag statt am Sonntag zur Messe zu gehen. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Am Freitag gehe ich jetzt in die Kirche und tue dann, was man so am freien Tag tut. Ich habe auch an einem Freitag geheiratet und mein Sohn wurde an einem Freitag getauft. So macht man das. Offizielle Statistiken sprechen von rund 200 verschiedenen Religionen. Der Artikel 25 der Verfassung garantiert die freie Berufsausübung und verbietet Diskriminierung aufgrund von Rasse oder Religion, wie der Anwalt bestätigt.
Vor dem Gesetz ist jeder gleich. Es werden keine Unterschiede zwischen den Bürgern wegen Rasse, Nationalität, Religion oder sozialem Status gemacht. Und das gilt selbstverständlich für alle Einwohner, ob sie nun Araber sind oder nicht. Sie haben das Recht, ihre Religion auszuüben, ihren Glauben zu pflegen, natürlich im Rahmen der Gesetze, wie sie der Staat vorgibt. Dazu gehört auch die Tatsache, dass sich das Äußere von Moscheen und Kirchen zu unterscheiden hat. Die Kirchen dürfen von außen sichtbar kein Kreuz zeigen. Während an der Spitze jedes Minaretts der islamische Halbmond thront, darf auf keiner christlichen Kirche ein Kreuz gezeigt werden. Die Christen haben das akzeptiert. Freilich ist das ein Unterschied im Kirchenbau. Kirchen dürfen auch nicht höher sein als Moscheen oder Minarette. Aber das ist der einzige Unterschied, den ich kenne. Seit wir hier leben, haben wir nie Probleme gehabt mit der Ausübung unserer Religion. Wir können in die Kirche gehen. Es war zunächst wirklich unglaublich. Man kommt in ein islamisches Land und kann hier leben, ohne Begrenzungen, ohne irgendein Problem. Wir können zum Beten gehen, unsere Traditionen und Feiertage pflegen. Da kommt man natürlich auf die Frage, wie sehen die Menschen hier bestimmte europäische Entwicklungen, wie zum Beispiel die Volksabstimmung zum Minarettverbot in der Schweiz. Der katholische Bischof sagt dazu: Wenn man sich auf die spezielle Frage der Symbole an den Minaretten bezieht, die als einziges durch das Referendum verboten wurden, so ist das meiner Meinung nach nicht die beste Entscheidung. Aber ich denke, ich kann ohne Glockenklang leben. Wenn dieses Minarettverbot in der Schweiz nicht derartig politisiert worden wäre in der Art von Krieg gegen den Islam, wie ihn die Präsidenten Bush Vater und Sohn verkündet haben und wie er in weiten Teilen des Westens übernommen wurde, dann wäre das für mich normal. Zum Schluss noch ein Wort zum Alkohol. Wer so sehr auf Touristen setzt, kommt schlecht darum herum. Das Alkoholmonopol liegt beim Staat. Unter bestimmten Bedingungen dürfen Nicht-Moslems in ihren Hotels Alkohol kaufen und auch konsumieren.